Harry sagt Hallo und guten Tag. Wetter, das Wetter heute in Las Palmas, Wetter unterwegs. Heute am 19. Juni 2024. Ja, es ist ein bisschen durchwachsen. Wolken, Sonne, Mix, aber wir gehen jetzt Richtung Pantera Strand. Und da sehen wir das Ganze ein bisschen deutlicher. Das letzte Mal, wie wir hier waren, da war es Abend zur Tapas-Zeit. Hier ist auch wieder unser Hotel, wo wir schon mal übernachtet haben. Hier, glaube ich, auf der rechten Seite. Ja, hier haben wir das Hotel. Aloic Canteras Hotel. Einer der berühmtesten Strände, Stadtstrände, den es gibt hier, der Canteras Strand in Las Palmas. Und das sieht schon schön aus, wenn man jetzt hier sogar die ersten Badegäste schon im Wasser hier sieht. Uhr und 35 Minuten. Ich schätze mal, da ist ja die Anzeige. 21 Grad zeigt das Thermometer hier an. Ja, man hört natürlich hier auch Baustellenlärm. Aber das ist wohl überall so, auch hier zugehängt die Fassade. Da arbeitet man dran. Ja, erstmal warm werden hier, was hier auch ganz, ganz schön ist in Las Palmas, ist das Poema del Mar, das Aquarium, und das sollte man sich auf jeden Fall hier ansehen. Ja, vom Tourismus jetzt heute Morgen hier wenig zu sehen. Das werden alles mehr oder weniger die Einheimischen sein, die hier leben. Da vorne ein Café. Wir werden uns dann wohl auch irgendwo niederlassen und schön Kaffee trinken, frühstücken vielleicht. Hier ist ja auch immer die Sandkrippe. Ja, da auch wieder ein Gerüst bzw. ein Fahrstuhl, der die Fassade dann richten kann. Alles noch ein bisschen verträumt und verschlafen heute Morgen. Ja, der Charme der Stadt, Großstadt und gleichzeitig Strand. Ich bin jetzt so gerade so am Überlegen für mich, ob ich tauschen wollte, würde. Nein, muss ich sagen, das ist für mich nicht die richtige Entscheidung. Obwohl es ja doch einige gibt, die dann ihren Wohnsitz gewählt haben von Maspalomas nach Las Palmas, und ich kenne aber, es sind
junge Menschen, die sagen, nein, da haben sie alles, was sie brauchen und sind also sehr glücklich hier in der Stadt mit dem schönen Strand. Ja, der Strandspaziergang heute mal anders. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, fürs Abonnieren, für die netten Kommentare, die Beantwortung der Kommentare. Ich sehe sie ja und habe sie dann auch gelesen. Und dann viele, die sich gut auskennen, die dann darauf antworten. Das ist die Calle La Palma, wo wir jetzt uns hier befinden, direkt am Cantera-Strand. Hier gibt es auch immer die Wegweiser, die Orientierungshilfen, wo man ist, was man da in der Nähe hat. Ja, Temperaturen, ich nehme an, jetzt so 2 Grad weniger wie in Maspalomas. Ja, hier Bäckerei sehe ich gerade mit Köstlichkeiten, mit viel Süßwerk. Hier werden die Beete sauber gemacht. Ja, was fehlt jetzt hier im Moment? So früh, das ist eben die Sonne. Ja, alles schön sauber gemacht hier, alles Papierkörbe. Alles in unmittelbarer Laufnähe. Toiletten hier. Hier geht es nach unten. Unter dem Weg sind die Toiletten. Ja, das ist das Hotel San Juan, glaube ich. Da vorne ist das alte Krankenhaus, das war das geschichtsträchtige Krankenhaus hier. Wir haben schon Conny Canarias hat das schon mal aufgenommen. In einem Video über Las Palmas. Jahre. 1891 San José Hospital. Geschichtsträchtig hier direkt am Cantera-Strand. Ja, man müsste mal so Zeitsprünge machen können.
So, damit möchte ich dann auch das Wettervideo beenden. Mit diesen Eindrücken hier aus Las Palmas. Reina Isabel auf der linken Seite, das Hotel, ein ganz bekanntes und schönes Hotel. Da, bis dahin gehen wir noch. Ja, und hier ist direkt die Straße. Also das heißt, wir sind hier. Ich weiß, ich bin immer hier lang gefahren, habe einen Parkplatz gesucht. Das ist fast unmöglich. Hier fährt man dann sozusagen ein paar hundert Meter vom Strand entfernt mit dem Auto. Das Krankenhaus scheint in Betrieb zu sein, weil da ist der Ambulanzwagen, der da vorfährt. So, und hier sind wir vor dem berühmten Café Regina. Ja, da gibt es ja einige. Und da setzen wir uns jetzt schön rein und genießen dann ein Frühstück. Und wir wissen auch schon, glaube ich, was es gibt. Hier ist es gut, hier ist es günstig und hier schmeckt es.